Die Politik ist also gefragt, vor allem natürlich aktuell die Ampelregierung. Aber es ist ein Thema, das auch die Union umtreibt. Meine Kollegin Leonie von Randow konnte über die mauen Prognosen mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sprechen. Der Motor der deutschen Wirtschaft stottert seit 2 Jahren inzwischen und eine echte Entwarnung konnten auch die Wirtschaftsforscher heute nicht geben. Ganz im Gegenteil, sie haben ihre Konjunkturprognose ja sogar noch mal nach unten korrigiert. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem CDU-Generalsekretär, mit Carsten Linnemann. Guten Tag, Herr Linnemann. Hallo, Frau von Randow. Sprechen wir zunächst also einmal über die Frage, was genau jetzt schiefläuft. Warum haben wir nur ein Mini-Wachstum von 0,1% im Augenblick? Natürlich ist es so, dass die Weltmärkte auch nicht gut laufen. Trotzdem sieht man relativ gesehen, dass Deutschland das einzige Land ist, weltweit unter den Industrieländern, was so schlecht läuft und so schrumpft. Innerhalb Europas spricht sich rum, dass Deutschland wirklich, ja, das Land ist, was alle anderen eigentlich aufhält, um nach vorne zu kommen. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir hier die Kurve kriegen, dass wir wieder optimistisch sind. Und das geht nicht, das kommt nicht irgendwo her, sondern das geht nur, wenn man einen Plan hat. Und dieser Plan fehlt. Was muss denn ganz konkret passieren, damit der Motor wieder schnurrt sozusagen? Eigentlich müsste es sowas geben wie ein Ruck durch Deutschland. Das war Hermann Herzog, ist schon etwas länger her. Dann kam damals Gerhard Schröder, der die Agenda 2010 gemacht hat, nur auf den Arbeitsmarkt. Und jetzt bräuchten wir eine Agenda 2030, die wirklich breit angelegt ist. Die Themen liegen doch auf der Straße. Fachkräfte, Bürokratie, Steuern, Energiekosten. Wenn ich da ein Paket mache, möglichst noch breiter, Bildung noch mitnehmen, im Deutschen Bundestag mich als Kanzler stelle, eine Ruckrede halte und sage, diese 10 Punkte oder diese 5 oder 7 Punkte müssen wir jetzt angehen, dann wird es uns auch wieder besser gehen, dann können wir den Wohlstand halten, dann können wir positiv, optimistisch in die Zukunft schauen. Das wäre jetzt an der Zeit, dies zu tun. Die Ökonomen, die ja heute eben noch mal ihren Bericht vorgestellt haben, die haben kritisiert, dass auch die Uneinigkeit innerhalb der Ampel Anteil daran hat, dass es nicht vorangeht, weil den Unternehmen die Planungssicherheit fehlt, weil es eben keinen Konsens gibt in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wie groß, denken Sie, ist der Anteil der Ampel an dieser Lage? Planungssicherheit ist immer das A und O. Ich meine, wir reden ja immer darüber, wie haben wir in den 16 Jahren regiert. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Aber was wir nie gemacht haben, ist den Menschen so die Planungssicherheit genommen. Die Menschen in Deutschland, wenn noch einer baut, baut ein Haus und von heute auf morgen wurden die KfW-Gebäudesanierungsprogramme gestoppt. Die Menschen kaufen sich E-Autos. Ich glaube, 62.000 kaufen sich ein E-Auto in dem Glauben, sie kriegen eine Prämie vom Staat in Höhe von 4.500 Euro. Von heute auf morgen gestoppt. Jetzt von heute auf morgen die Landwirte belasten, vieles mehr. Ich glaube, das ist das Kernproblem dieser Regierung. Die Menschen wissen nicht, was morgen ist. Die Unternehmen wissen es nicht. Welches Unternehmen investiert in Deutschland, wenn es nicht weiß, wie es im halben Jahr oder in einem Jahr aussieht? Da muss dran gearbeitet werden, ja. Etwas anderes, was die Wirtschaftsforscher ja auch der Ampel angekreidet haben, ist, dass sie sich nicht an die großen grundlegenden Reformen herantrauen würde. Hätte denn die CDU tatsächlich den Mut dazu, etwas zu tun, auch wenn es den Wählern nicht gefällt, wie zum Beispiel eben ein späteres Renteneintrittsalter? Ja, also wir arbeiten an einer Agenda 2030. Wir haben ja die Wahl gewonnen. Die letzten haben wir gewonnen, aber die große Bundestagswahl, die haben wir verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Und deswegen stellen wir uns inhaltlich ganz neu auf. Wir sind eigentlich fast fertig. Wir haben jetzt unseren Bundesparteitag und da gibt es eine Agenda 2030. Und natürlich ist es so, wenn wir älter werden, dass wir auch perspektivisch, dass es da irgendwo einen Zusammenhang auch geben muss mit der Lebenserwartung im Bereich der Lebensarbeitszeit. Aber viele Menschen können gar nicht so lange arbeiten. Für die müssen wir wahrscheinlich noch mehr machen als heute. Ein Dachdecker, ein Bauarbeiter steht mit 60 nicht mehr auf dem Dach. 90% machen das nicht mehr. Am Ende des Tages brauchst du einfach einen Plan für dieses Land, dass Anstrengung sich lohnt, dass Leistung sich lohnt. Die Menschen haben das Gefühl, das lohnt sich alles nicht mehr. Ich streng mich an, wir ersticken in Bürokratien, Überregulierung und die Politik macht nichts und schaut nur zu. Und das sieht man bei dieser Regierung. Ich habe mir jetzt für mich vorgenommen, dass ich nur noch einen Vorschlag kommentiere, der zumindest eine Woche überlebt, weil man das Gefühl hat, morgens sagt Herr Habeck A, mittags sagt Herr Lindner B und der Kanzler räumt es abends ab. So kann Deutschland nicht funktionieren.
Jetzt kam ja gerade erst die Meldung vor 2 Tagen inzwischen, dass GDL und Bahn sich geeinigt haben, unter anderem geplant eine 35-Stunden-Woche ab 2029, zumindest die Möglichkeit dazu, das Ganze während die Wirtschaft nur um 0,1% wächst. Also wie passt das zusammen? Wie wenig können wir arbeiten bei der schlechten Wirtschaftslage, die wir gerade haben? Wir müssen einfach wissen, auch wenn es sich nicht gut anhört, aber anstrengungslosen Wohlstand gibt es nicht. Den gibt es nirgends auf der Welt. Was mich besonders stört und was mich total nachdenklich stimmt, um es mal gelinde zu formulieren, dass wir etwas erlebt haben bei der Bahn, was vielleicht spiegelbildlich für dieses Land steht. Nämlich, dass jeder nur an sich denkt, zu Lasten der Allgemeinheit. Früher haben sich auch bestimmte Personen, Gruppen angeschlossen, um Interessen durchzusetzen. Bei der Bahn sieht man, man hat das auf Kosten der Gesamtheit gemacht. Es ist denen egal und das finde ich nicht gut. Genauso kann man auch dem Bahnvorstand sagen, in diesen Zeiten sich einen Bonus zu gönnen von mehreren Millionen Euro, wo die Bahn nachweisbar ihren Aufgaben nicht nachkommt, zeigt, dass irgendetwas in dieser Gesellschaft nicht stimmt und daran sollten wir arbeiten. Herr Lindemann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Also mahnende Worte vom CDU-Generalsekretär zur wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland.